So, nach unten. Was ist da drin? Eine Fee. Danke, brauche ich nicht. Hab ich schon. So, da ist die Heroinhöhle. Müssen wir nicht rein. So, und hier ist echt... Ist hier echt nur Strand. Ja, das ist ja witzig. Eine... Was soll das bitte darstellen? Ja gut, okay. Stellt irgendwas da? Keine Ahnung. Ah, da könnte ich nach... Ah, verstehe. Da kann ich nach unten dann. Wenn ich hier das Blasrohr dann erhalte. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch erhalte. Mal gucken. So, und hier nach unten. Und nach links. Das ist ja toll. Na gut. Na gut, na gut. Okay, also hier kann ich erstmal auch nichts machen. Dann werde ich jetzt mal schnell... Was ist das? Frau Ruhls Villa. Hütte des allwissenden Aras. Ich gucke mal Uhrengeschäft. Ich gucke nochmal durch. Ob ich hier vielleicht... Zu Hause des Biologen... Ah. Hier ist... Was? Hier ist ein Wirbel. Okay. Was ist das für ein Haus? Haus des Schleusenwärters. Brauchen wir auch nicht. Was ist das hier? Boxus Boxbude. Ja, wie es aussieht. Habe ich hier echt ein Problem mit Häusern. Also hier. Also nicht mit Häusern, sondern mit, mit Häusern. Ich habe Probleme mit Häusern. Ihr nicht auch? Ne, mit, ja, dann gehen wir hier hin. Nicht mit Häusern, sondern mit, meinen Rubinen. Weil ich nicht weiß, wohin damit. Das muss ich sagen, ist echt jetzt ein bisschen doof. So, jetzt mache ich hier mal Winter rein, Interesse halber. Winter! Hey, flupp! Sehr schön. Und auf einmal war's Winter. So, Mädchen, jetzt könntest du wieder zurück. Jetzt musst du nicht immer so blöd Seifenblasen machen. Aber ist ja scheinbar egal. Kann ich jetzt hier irgendwo rauf? Ah, wusste ich's doch. Sieht die versunkene Stadt nicht elegant aus? Vielleicht sollte ich auch meinen Palast fluten? Ich habe gehört, es gebe ein Wesen, das Wasserfälle hinaufschwimmt. Welch ein Tier mag das wohl sein? Ist das jetzt Sirups? Ach nee, komm. Ich werde Martha ja zum Federberg schicken, um Pilze zu sammeln. Doch sie kommt einfach nicht zurück. So kann ich keine Magieflaschen auffüllen. Ach komm schon. Okay, ich brauche im Federberg Pilze. Ah, ja. Ja, aber ich habe so viel Geld. Ja, die schenkt mir ja dann sogar eine Magieflasche. Na toll. Ich werde das Geld wahrscheinlich nie loswerden. Wobei, es gab ja in Ages eine Stelle, wo ich wirklich Geld brauchte, oder? Wie war das? Boah, ich glaube schon. Naja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wird sich alles ergeben, früher oder später. Zack. Zack. So, wir machen, hallo, wir machen den Fisch kaputt, wir machen den Fisch kaputt, ja, und den natürlich auch. Und wir gehen raus. Ah, und jetzt ist hier natürlich auch Wind. Nee, nein, nein, ach Gott, ja. Das ist jetzt natürlich saublöd, Entschuldigung für das Wort, aber das ist blöd, einfach, kann man so sagen, weil... Ich muss wirklich Sommer haben, damit die Ranken sprießen und so. Ja. Hätte mir das nicht vorher jemand sagen können? Aber dann machen wir eben Sommer. Wir können es ja. Aber wieso ist der Weg überhaupt begehbar im Sommer, im Winter hier? Mensch. Das finde ich jetzt doof. Zack, mach's dir Sommer. Hey. Sehr schön. Gut. Auf ein neues. Und rein. So, einmal diesen da. Und diesen da. Und natürlich auch diesen da. Und den da machen wir sowieso. Und den da auch. Ja, sehr schön. Haben wir es wieder geschafft. Sind wir wieder durch den tollen Tunnel. Yay. So, und jetzt ist natürlich nur die Frage. Wo lang? Ah, wir könnten hier noch nach... rechts gehen. Gut, hier können wir Winter machen, wenn es ist.
Penny! Und der ein fliegender Gockel. Wie cool ist das denn? Und tolle Pilze. Und ein Subrosia-Teleporter. Ach, hey, hier geht mir ja das Herz auf. Also hier gibt es ja jetzt wirklich schon wieder alles. Ach, das ist so schön, das ist so toll. Wieso bin ich nicht gleich nach rechts gegangen? Ein Schlüsselloch und ich weiß, wo der Schlüssel ist. Haha, toll, 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 toll. Jetzt geht's voran. Ich will da rein. Geht nicht, okay. Ach ja, und direkt, ja, toll. Gut, dann müssen wir Benny wohl hier holen. Hallo, Benny. Da oben am Baum hängt ein Frühlingsbanane. Die Felsblumen blühen aber erst im Frühling und hochklettern kann ich nicht. Ob man da gar nichts machen kann? Nee, muss ich jetzt nach Sub. Ach ja. Ja, sehr cool. Okay, ich muss... Ja, verstehe. Ich muss wohl nach Subrosia und meinen Stab mit der Kraft des Frühlings aufladen. Sehr schön. Ja, nach Subrosia wollte ich eh schon lang mal wieder. Hallo. Boah. Nein! Meine Feder! Was ist das komisches Ding? Du bekommst dieses Erz dafür. Vielen Dank. Was? Du erhältst falsches Erz. Völlig unnütz. Beschaffe dir deine Feder wieder. Na toll. Die haben mir meine Feder weggenommen. Wo ist meine Feder? Die zwei sind nach Hause geflitzt. Ob sie wieder so etwas Seltsames gefunden haben? Komm, lass uns einen Schatz verbuddeln. Niemand darf uns dabei sehen. Falls doch, rennen wir fort. Okay, meine Freunde. Die gehen Schatz verbuddeln. Okay. Ach ja, solche Späße schon wieder. Ja, ja. Was nur zu sehen war, dass mich die nicht sehen. Bist du weg? Ja. Und runter. Das ist ja richtig fies hier. Oh, das ist jetzt blöd. Blöde Situation. Nee, geht. Na komm schon. Blup. Boah. Gut. Okay. Ja, geh runter. Komm schon. Bist du weg? Gut. Stage 3. Oh, das ist blöd. Wow. Boah. Ja, komm. Geh rüber. Freundchen. Kommst du wieder? Nee. Oh. Ja. Gut, jetzt kommt keiner wieder. Passt. Oh. Ich muss sagen, das ist aber ziemlich fies hier mit den beiden. Wirklich aufpassen muss auf beide. Logischerweise. Dieses Quadrat hier gefällt mir. Hm. Und nach oben. Ach hey. Die machen Synchrontanzen. Quasi. Wow. Ah, lass das. Wieso haut ihr jetzt wieder ab? Ach ja. Ja. Hervorragend. Komm, wir suchen nach weiteren Schätzen. Okay. Flup. Ich habe meine Feder wieder. Ach ja, das Erz hat er einfach weggeschmissen. Okay. Gut. Naja, also wir haben die Feder wieder und wir können jetzt... Wo sind wir eigentlich in Subrosia? Ah, Subrosia haben wir schon sehr viel erkundet. Ja, sehr schön. Ich finde das ja echt cool, dass es hier so ein eigenes Gebiet gibt. Also hier so eine zweite Weltkarte quasi, neben der ersten Weltkarte mit den vier Jahreszeiten. Das ist richtig cool, muss ich schon sagen. So, okay. Ah, das bricht wieder alles aus. Ich wittere Erzbrocken ganz in der Nähe. Ja, das zum Beispiel. Das auch. Naja. Ich brauche ja nicht so viel Erzbrocken. Was bist du? Ich weiß, dass es hier einen Schatz gibt und ich werde ihn finden. Ja, ich sehe ihn sogar da drüben. Da ist eine Kiste, Freundchen. Bist du blind? Hallo? Bist du blind? Ja, egal, weiß man nicht. Gut. Und ich vermute mal, ich muss diesen Schatz auch holen. Vulkanduschen sind großartig. Wie jetzt? Wenn dir diese Steinchen hier auf den Schädel fallen, das ist großartig. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay. Geht das? Flup. Nee. Okay. Ich versuche erst gar nicht hier Benny zu holen, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das geht.
Naja, wir sehen weiter. Irgendwas müssen wir ja tun können. Wir müssten ja theoretisch Frühling auf festes Erz ist das Beste. Ja, schön. Das Rote also quasi. Wir müssten ja Frühling zaubern auf unseren Stab. So. Oh, ein Gascherkern. Wer braucht denn ein Dreck... Eine... Was? Wer braucht denn eine dreckige Feder? Ich? Gascherkern. Yay. Ja, was hat der jetzt mit... Was will der mit einer... Was will mir der sagen? Das Loch führt zum Tempel, unter Anführungszeichen, ist gar immer, ne? Aber zuvor gucken wir hier noch rüber. Gibt's hier was? Nee. Gut. Dann in das Loch, das zum Tempel führt. Ach, wie cool. Und nicht animiert, jetzt wollte ich schon sagen, nicht animierte Lava, aber die ist ja sogar animiert. Wie cool. Hopp. Wow. Ja, na gut. Ich habe hier auch schon 300 Erze. Also hier mit dem Geld. Das haben sie nicht gut hingekriegt, weil sonst dürfte ich nicht so viel haben. Was ist da unten? Gucken wir da mal. Oh, ein weiterer Gascherkern. Sehr schön. Ja, weil ich habe eh nur mehr noch. Also ich hatte eh keinen mehr. Ne? Das ist also gar nicht mal so schlecht. So. Oh, und wir kommen in den Frühlingsbereich. Hier ist Lava. Ist ja gefährlich, wie man vielleicht weiß. Ja, und wir bekommen den Frühling auf unser Jahreszeitenzepter. Yay! Ich bin der Geist des Frühlings. Steinharte Knospen blühen im Frühling, der Zeit der Entdeckungen. Welch großartige Vorstellung, den Held mit dem Triforce der Macht zu, die Macht zu geben. Ich gewähre dir die Kraft des Geistes des Frühlings. Hey, ja, oh, schön. Toll. Ja, dem Stab der Jahreszeit wurde die Frische des Frühlings verliehen. Erklettere den Baumstumpf, ja, wie es macht. Gut. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ja, und schon bin ich wieder da. Okay, jetzt haben wir den tollen Stab des Frühlings. Sieht man hier, jetzt haben wir da schon 3 Effekte drauf auf den Stab. Bedeutet jetzt für uns, dass wir wieder zurück müssen. Nämlich hier, in den Subrosia-Teleporter. Hey! Und nach unten und jetzt zaubern wir doch gleich mal den Frühling ins Land. Nee, das ist der Winter, den brauchen wir nicht, sondern Frühling! Yay! Schön. Und hier sollten jetzt Felsenblumen blühen. Ach, wie cool, die blühen wirklich. So, Benny. Da oben am Baum hängt eine Frühlingsbanane. Die Felsenblumen blühen aber erst im Frühling und ich, Hallo, es ist Frühling, du Idiot. Okay, er will die Banane. Ein Gockel. Fliegender Kuckuck. Flattert, wenn festgehalten. Andernfalls wird er gefährlich. Was? Ja, gut, dann flattere mal. Ich habe keine Ahnung. Ach ja. Das war jetzt... Kann ich den steuern auch irgendwie? Höher, höher, höher. So, komme ich da jetzt rüber? Ach ja, das geht sogar. Ach, sehr cool. Ah, da ist diese Banane, von der der Affe spricht. Okay. Also wir kommen ja doch voran. Otsch, danke. Na, zumindest habe ich die Flap-Flap besiegt. Dich besiege ich auch gleich. Zack, du gehst mir auf den Keks. Und das Zeug machen wir auch alles kaputto. Was mir das jetzt auch immer gebracht hat, ich weiß es nicht. Aber naja. Nein! Ja, das hasse ich dann immer so, dass man immer ganz zum Anfang zurückgesetzt wird. Aber jetzt habe ich dich. Komm her! Gut. Immer kurz überprüfen. Nicht, dass wir hier die Hälfte vergessen. So. Eine Banane! Du erhältst eine Frühlingsbanane. Sie hat ein süßes Aroma. Sehr schön. Ja, ich weiß, dass hier ein Gascherbeet ist. Was ist hier? Wow. Wie fies. Da. So. Ui, warte, das ist mir zu schnell. Das geht nicht. Ein Ring, sie zu knechten quasi. Ups, das war jetzt doof von mir. Naja. Hui! Hui! Tralala und
Hopsasa. Gut. Ich erhalte einen Ring. So, ich springe da jetzt runter. Das geht nämlich jetzt am schnellsten. Toll, ich kann wieder 20 Rubine ausgeben für meinen Ring. Schätzen so. Du hast die Frühlingsbanane gebracht. Ist die für mich? Ich hätte nichts dagegen. Einfach köstlich. Auf geht's, Link. Ja, und jetzt haben wir Benny wieder. Das ist schön.